Hallo, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Deswegen laden wir diesen Sommer Bundestagskandidierende ein, auf Biolandbetriebe zu kommen und sich vor Ort ein Bild darüber zu machen, welche ökologischen Leistungen der Biolandbau erbringt und welche Chancen und Potenziale er hat. Weiterhin wollen wir über die agrarpolitischen Rahmenbedingungen diskutieren. Heute sind wir mit dem CSU-Direktkandidaten Florian Osner auf dem Biolandbetrieb der Familie Gruber in Schöfthal bei Rohr in Kielheim. Bewirtschaftet wird der Schöfthalhof von den Schwestern Lucia und Marlene Gruber. Die beiden haben den Betrieb 2017 von ihrem Vater übernommen und auf biologischen Anbau umgestellt. Auf ca. 50 Hektar Ackerland wird vor allem Getreide angebaut. Es wachsen hier zum Beispiel Sommerbraugerste für das Riedenburger Brauhaus, Hafer für die Müsliherstellung bei Bahnhaus sowie Dinkel, Roggen und Weizen, unter anderem für die Meiermühle. Außerdem bauen die Geschwister Öllein an, der in Kelheim zu kaltgepresstem Leinöl verarbeitet wird. Und seit letztem Jahr wachsen hier auch noch Biozuckerrüben für die Firma Südzucker. Das Schöne war wirklich, dass wir von den Berufskollegen und Kolleginnen einfach so aufgenommen sind und halt dann auch vom Bioland und unsere Berater immer mit dabei waren. Und das funktioniert wirklich gut. Marlene und Lucia Gruber zeigen uns heute außerdem, dass Biolandbau neben den ganzen guten Lebensmitteln auch noch etwas weiteres Kostbares produziert. Wir haben auch Nebenprodukte, die dadurch entstehen, weil wir eine Biolandwirtschaft haben. Und das ist sauberes Leitungswasser, auf das wir da auch gleich anstoßen können. Ein wirklich einzigartiger Betrieb, aus meiner Sicht in der Tat ein wirklich Paradebeispiel für die Zukunft unserer Landwirtschaft. Das ist ein sehr ermutigendes Signal, dass eben auch junge Frauen sich trauen, in den ökologischen Landbau einzusteigen. Sie machen das ja mit Bravour hier, gerade auch diese Verbindung mit Leguminosenanbau und Trinkwasserschutz ist ihnen ganz wichtig. Und von daher, ja, sehr schönes Beispiel, was ökologischer Landbau leisten kann. Wie kann es gelingen, solche Beispielsbetriebe noch mehr zu bekommen? Ja, dann muss die Politik einfach den Trinkwasserschutz noch viel mehr ins Zentrum der Förderung stellen, weil so ein Betrieb eben nicht nur Umweltleistung, Tierwohlleistungen bringt, sondern eben auch Gemeinwohlleistungen für den Trinkwasserschutz. Die Herausforderung der Klimakrise zu meistern, dann ist es einfach wichtig, dass man die Landwirtschaft auch im Blick hat und dass wir der Landwirtschaft einen höheren Stellenwert beimisst, weil Landwirtschaft kann CO2 binden, kann Trinkwasserschutz gewährleisten und von daher hoffen wir, dass auch hier die richtigen Akzente durch die neue Bundesregierung endlich gesetzt werden.